diese Grube da, der ist schon sehr anspruchsvoll. Umso technischer es wird, umso weniger liegt mir das tendenziell, weil ich aus dem Motocross-Sport komme. Sonnigen Tag und hoffe, dass jeder Spaß hat. Hi, ich bin Lilly vom ADAC Mittelrhein. Wir sind heute bei der 70. mittelrheinischen ADAC-Geländefahrt. Es sind heute super spannende Dinge passiert und die zeige ich euch jetzt. Also bleibt dran und schaut zu. Im Prinzip ist Endurofahren so ein bisschen ein Freiheitsgefühl, weil man anders wie sonst außerhalb von Veranstaltungen mal durch die Gegend fahren kann. Es ist im Prinzip einfach ein Freiheitsgefühl und Spaß, der da entwickelt wird, wenn man Vollgas durch den Wald oder in dem Fall über Äcker und durch Steinbrüche fahren kann. Eifel, ganz einfach, Eifel. Und ein toll organisiertes Event. Also ich bin schon zum vierten Mal, glaube ich, jetzt hier und es hat mir immer wunderbar gepasst. Viel besser als der holländische, der königliche. Ich habe jetzt neben mir einen Zuschauer stehen. Woher kommst du denn? Aus Andernach. Kommst du öfters hierher? Nee, ich bin zum ersten Mal da. Sau geil hier. Interessiert dich das denn hier? Also was findest du denn interessant hier, dass dich das hierher lockt? Die Geschwindigkeit, hier kommen die Leute angeballert, hier ist richtig was los. Guck mal, hier spritzt überall Wasser, Dreckwasser, Pfützen, hier sind Leute am Benzin im Blut. Spannende Rennen, viele unterschiedliche Teilnehmer von Anfänger bis Profi, schöne Motorräder, schönes Gelände, schöne Grube, gute Aussicht, alles gut. Neben mir steht jetzt Rudi Speich, Vorsitzender des ADAC Mittelrhein. Herr Speich, Sie sind selber Motorsportler auf vier Rädern. Wie ist Ihr Eindruck vom Enduro-Motorsport? Ja, ist natürlich das ganz was anderes. Ich bin zum ersten Mal hier in Kempenich bei der 70. Geländefahrt und ich bin überrascht, wie viele Leute hier im Einsatz sind, wie viele Zuschauer hier unterwegs sind und ist natürlich ganz was anderes wie der normale Rundstreckensport am Nürburgring zum Beispiel, wo es feste Zuschauerplätze gibt. Hier ist es im Prinzip mitten in der Wildnis, sag ich mal, in der Natur. Und ich bin vor allen Dingen total überrascht, wie viele Leute im Einsatz sein müssen, um so eine Veranstaltung überhaupt durchzuführen. Hallo Ingo Hartmann, heute seit 50 Jahren technischer Kommissar bei der Mittelrheinischen Geländefahrt. Hast du lange noch nicht genug? Nein, noch nicht. Ich mache noch ein bisschen weiter. Bleibt denn da noch Zeit für Familie, Freunde? Ja, die Zeit für die Familie ist da eingegeben, da meine Frau in den 50 Jahren vielleicht 2-3 Mal gefehlt hat. Ansonsten war sie immer mit mir dabei. Ist auch heute wieder dabei. Und früher auch die Kinder, die sind immer voller Lust mitgefahren. Die Familie Hartmann ist bekannt für ihren Motorsport. Selbst der Enkel fährt jetzt schon um die deutsche Motocross-Meisterschaft im Gespann. Wir waren 4-mal deutscher Meister, mein Sohn 2-mal deutscher Meister. Und so bleibt dieses Motorsport- und Enduro-Veranstaltung Motocross in der Familie Hartmann hängen.
Jahre gehört viel Herzblut dazu und Engagement, dass man sowas durchführt. Und alleine kann man es sowieso nicht machen. Ohne diese Ehrenamtler können wir solche Veranstaltungen ja gar nicht durchführen. Angefangen von den ganzen Streckenposten, die wir brauchen, über die technischen Kommissare, wo wir heute noch einen ehren wollen, über die Sportkommissare, über die ganze Orga, die hier im Einsatz ist. Das wird alles ehrenamtlich gemacht. So, die sind mit Herzblut dabei. Neben mir steht nochmal Stefanie Leier, die Siegerin des Damencups. Wie lief das Rennen? Ja, perfekt. Ich habe alle 6 Prüfungen gewonnen, jede einzelne. Die erste Prüfung war auf dem Acker mit vielen Spuren, kam mir natürlich sehr entgegen. War super. Ich glaube, ich habe sogar die zweitschnellste Zeit vom ganzen Tag gefahren. Und die zweite Prüfung war in der ersten Runde ein bisschen schwierig, weil einer quer stand, aber war doch noch die schnellste. Zweite Runde wurde den Hang rausgenommen und dann war es eigentlich nur perfekt. Hat Spaß gemacht und ja, ich komme gerne wieder. Die 70. Mittelrheinische ADAC-Geländefahrt ist nun zu Ende. Wir freuen uns auf nächstes Jahr auf die 71. Mittelrheinische ADAC-Geländefahrt.